Ja, genau. Also wir erzählen heute ein bisschen was über Kerbal Space Program. Wer kennt denn Kerbal Space Program von euch? Sind ein paar da. Wer hat schon mal gespielt von denen, die es kennen? Auch ein paar? Okay. Das passt ganz gut, dass es nicht so viel kennen, weil der Talk ist jetzt eher eben für die gedacht, die es noch gar nicht kennen und das ein bisschen euch warm zu machen, um was es so geht, was man so machen kann und warum das Spiel so cool ist. Genau, ich bin so allgemein bekannt als das Skelett und das ist Luca. Und wir, also man findet uns auch da drüben, in der, also direkt nebenan in der Kerbal Space Program Assembly, falls ihr danach noch irgendwie Fragen habt oder mal länger mit uns reden wollt. Genau. Ich bin Student, ich studiere angewandte Informatik, jetzt im dritten Semester. Ich bin relativ aktiv, würde ich sagen, in der KSP-Community. Ich bin Mitglied vom KSP-Seekern-Team. Für die, die Kerbal Space Program kennen, die haben vielleicht auch schon mal was gehört von Seekern. Das ist ein Mod-Manager bzw. Mod-Installer für das Spiel, nachdem es ja da sehr viele Mods gibt für das Spiel. Genau, und da bin ich jetzt seit 1,5 Jahren ungefähr dabei. Dann habe ich vor einem halben Jahr ungefähr mal angefangen, dem lieben Vitas mit SpaceDock auszuhelfen. Das ist eine Mod-Hosting-Website für Kerbal Space Program. Genau, aus der Community, für die Community quasi gehostet und genau. Genau, und wer, warte mal, geht meins nicht oder? Da haben wir gleich noch keinen Ton. Auf dem zweiten Mikro. Red mal. Sag mal was. Test. Ja. Du, man hört dich. Okay, gut. Ja. Okay, jetzt. Ja, bin ich. Ich bin Luca. Ich bin Student erstes Semester Informatik und ich mache Mods für Kerbal Space Program. Das ist, womit ich die meiste meiner zwei Freizeit verbringe mit dem Spiel. Weil ich muss ernsthaft sagen, Kerbal Space Program ist eines der einzigen Spiele, wo Mods dafür machen, genauso süchtig macht wie das Spiel selbst. Also es ist wirklich aufregend seine eigene Weise und das heißt, später werde ich da auch noch ein bisschen mehr drüber reden. Genau, also erstmal ein bisschen was über Kerbal Space Program. Das Ganze wurde ursprünglich von einem Entwickler gestartet als Nebenprojekt, so ein bisschen, der wollte ein bisschen rumprobieren, ein bisschen so ein Weltraumspiel mit realistischer Physik, so als Hobby. Wollte dann bei seinem Arbeitgeber Squad aufhören, um das Spiel ein bisschen weiterzuentwickeln. Dann kam aber Squad daher und hat gesagt, nee, warte mal, bleib bei uns, wir machen das einfach gemeinsam. Das wurde dann eben von Squad als offizielles Projekt übernommen und dann Stück für Stück entwickelt und im Jahr 2011 gab es dann den ersten öffentlichen Release, damals noch im Alpha-Stadium. War dann 2015 schlussendlich out of Beta, also ein richtiger Release. 2016 wurde dann die Kerbal Space Program Marke von Take-Two gekauft, einem großen Publisher, aber Squad hat immer noch weiterentwickelt. Durch Take-Two gab es dann auch einen Konsolenport. Durch Private Division ist ein Tochterunternehmen von Take-Two. Das gab es dann 2018, kam der raus. Inzwischen gibt es auch zwei DLCs für Kerbal Space Program. Und es wurde vor einigen Wochen auch ein zweiter Titel angekündigt, ein Nachfolger, Kerbal Space Program 2. Das werden wir dann nächstes Frühjahr sehen. Genau, Kerbal Space Program, was macht man da eigentlich? Das ist, ja, du bist quasi dein eigenes Raumfahrtprogramm. Du startest quasi, wenn du Survival machst, ohne alles. Du hast eine Kapsel, du hast ein Triebwerk und einen Tank und das war's. Und da musst du dich Stück für Stück hocharbeiten.
ein bisschen Wissenschaft machen, Science Points sammeln, immer mehr Teile freischalten, bis du irgendwann mal genug Teile hast, um wirklich ins Weltall zu kommen, einen Orbit zu machen, irgendwann zu anderen Planeten zu fliegen, Basen zu bauen und so weiter. Es ist quasi Raketenwissenschaft für Dummies. Also Kerbal Space Program zeichnet sich dadurch aus, dass eben das in einer, zwar abstrahiert, aber das dahinter einen sehr realen Bezug hat. Also wenn du da eine Rakete baust, dann das Konzept, die Konzepte, die du verfolgst, sind die gleichen wie in echt. Die Weltraumsimulation in Kerbal Space Program ist relativ realistisch. Du musst Orbitalmechaniken befolgen. Das heißt, es funktioniert nicht, einfach nach oben zu fliegen und dann im Weltall zu sein, weil du wirst irgendwann wieder runterfallen. Gravitation ist ziemlich mies. Sondern was man eben zum Beispiel machen muss, ist eben einen richtigen Orbit, das heißt einschwenken in der Umlaufbahn und schnell genug zur Seite fliegen, damit man nicht auf den Boden fällt. So ausgedrückt. Dann gibt es eben die ganzen weiteren Konzepte auch, also Humantransferbahnen, um zu anderen Monden und anderen Planeten zu kommen. Was Kerbal Space Program nicht hat, ist eine N-Body-Physik. Das heißt, die Physik wird, die Gravitation wird immer nur berechnet zwischen, also von dem Planet, wo du am nächsten Grad dran bist. Es gibt Einflusssphären. Wenn du die Einflusssphäre verlässt von einem Planeten und in den von einem anderen Planeten eindringst, dann wird quasi nur die Einflusssphäre, die Gravitation von dem Planeten berechnet. Das ist quasi runterreduziert auf ein Zweikörperproblem, weil eine M-Body-Physik wäre zu kompliziert, zum einen zum Spielen und zum anderen auch zum Programmieren, braucht sehr viel Leistung. Der Realismusgrad lässt sich durch Mods beliebig anpassen. Man kann es einfacher haben, man kann es aber auch sehr, sehr viel schwerer haben, wenn man will. Es gibt dann sowas wie Realism Overhaul, da erzähle ich später dann noch ein bisschen mehr. Das sind dann die echten Planeten vom echten Sonnensystem in echter Größe, mit echter Gravitation, echten Triebwerken. Da braucht man halt dann auch mal irgendwie 1-2 Stunden, bis man dann auch endlich mal einen Orbit hat. Kerbal Space Program ist auch sehr inspirierend, hört man immer wieder von Leuten, die angefangen haben, irgendwas im Bereich Astronomie zum Beispiel zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, weil sie einfach durch Kerbal Space Program so animiert wurden und inspiriert wurden, irgendwas in dem Bereich zu machen, weil das halt einfach ziemlich spannend ist. Ich meine, wer mag keine Raketen? Es wird auch oft bezeichnet als Minecraft für Tüftler, also du baust dir da so Stück für Stück deine Raketen zusammen und kannst quasi deine Freiheit freien Lauf lassen, wie du willst. Man kann sich das so gestalten, wie man selber will, so schwer wie man will, so einfach wie man will. Genau. Und was natürlich alle wollen, es gibt Explosionen und zwar genug. Ja, die seht ihr noch. Es gibt, genau, jetzt stelle ich euch mal so den ungefähren Missionsablauf von so einer Standardmission vor, wenn man als Ziel hat, zum Beispiel auf dem Mond zu landen. Du fängst an, eine Rakete zu entwerfen, mit der du dann fliegen willst. Das geht eben per Baukastenprinzip, ein Stück nach dem anderen. Du fängst mit einem Kommandopod an, setzt dann Tanks drunter, dann Triebwerke ganz unten hin im Optimalfall. Genau. Dann startest du die Mission, dann fällt dir auf dem Launchpad auf, ja, du hast die Solarpaneele vergessen, dir geht irgendwann die Energie aus. Sehr ungünstig, also gehst du nochmal zurück, haust noch ein paar Solarpaneele ran, startest dann wirklich, fliegst dann in den Orbit, kommst dann bis zum Mond, willst dann eine Mondlandung machen, vergisst zu bremsen, Landebeine zerbrechen, deine kleinen grünen Männchen, die du da steuerst und die im Kommandopod drin sitzen, die überleben zum Glück, sind jetzt aber auf dem Mond gestrandet. Ungünstig.
Also, was machen? Eine Rettungsmission. Wir müssen die irgendwie wieder zurückholen. Rettungsmission, wieder das Gleiche. Du erstellst wieder eine neue Rakete, wo dann genug Platz hat für alle Körbe. Startest die Rakete wieder. Irgendwann fällt dir auf dem halben Weg zum Mond auf, du hast zu wenig Treibstoff mitgenommen. Du kommst nicht mehr zurück. Was machst du? Die Rettungsmission für die Rettungsmission. Und so weiter. Und jetzt zeige ich euch das mal ein bisschen Stück für Stück. Das ist quasi das Gebäude, das Menü, was man sieht, wenn man anfängt, eine Rakete zu designen. Da habe ich schon ein bisschen was zusammengebastelt. Das weiße dreieckige etwas in der Mitte ist die Kommandokapsel. Da sitzen dann später drei kleine grüne Männchen drinnen, die unbedingt zum Mond wollen. Darunter ist ein ganz kleiner Tank und ein Triebwerk extra fürs Vakuum optimiert. Genau. Ja. Dann habe ich diesmal schon vorher dran gedacht, die Solarpaneele dran zu setzen. Genauso wie die Antennen, das sind diese rot-weißen Dinger, die davon abstehen. Und was ihr auf der linken Seite von dem Bildschirm noch seht, ist eben diese Teileauswahl. Für das Baukastensystem, da hat man eben alle Teile, die es so gibt, zur Auswahl und du wählst die aus und setzt die einfach nacheinander an die anderen dran. Ist eigentlich ziemlich einfach zu lernen, ist nicht schwer, Drag and Drop, Rakete selber zusammenbasteln, genau. Dann, so sieht das Ding dann im Fertig aus, ich habe dann einfach noch ein paar Tanks unten drunter gehauen mit einem Decoupler zwischendrin, damit ich die Stufe dann absprengen kann. Ganz unten noch ein dickes Triebwerk und so ein paar so Flügeldinger, damit ich halbwegs stabil in der Luft bin. Genau, und das sieht dann so, also so bin ich dann auf dem Launchpad vorm Missionsstart. Dann drückt man einmal Leertaste und schon geht's ab. Man startet, man fliegt hoch, genau, sieht dann so wunderbar aus. Und was man genau da sieht, das ist dann das Menü, wie man es im Flug sieht. Du hast ganz oben in der Mitte die Anzeige, in welcher Höhe du gerade bist. In dem Fall sind es 11 Kilometer, genau. Unten einen, der nennt sich Navball, das ist so eine Kugel, wo du ein bisschen sehen kannst, in welche Richtung die Rakete gerade schaut, in welche Richtung du fliegst, ob du nach oben fliegst oder nach unten. Links sieht man ein bisschen die einzelnen Stufen, die man dann später absprengen kann. Unten rechts, das Wichtigste, unsere kleinen grünen Männchen, die alle mehr oder weniger glücklich sind, dass sie in der Rakete sitzen und noch nicht wissen, was auf sie zukommt. Außerdem sieht man da auch noch sehr schön, dass man eben nach dem Start anfangen muss, einen sogenannten Gravity Turn zu machen. Das ist dann schon... Ja, das lernt man dann, wenn man mal ein paar Spiele gemacht hat und eben merkt, dass man mit gerade nach oben fliegen nicht oben bleibt im Weltall. So schaut es dann auf der Karte aus. Wenn man so ein bisschen geflogen ist, dann sieht man, ja, man hat so eine kleine Umlaufbahn, die aber leider wieder zurückkommen wird auf den Planeten, der heißt Kerbin in dem Spiel. Das Dreieck, das ist unsere Kapsel, dieser blaue Marker, wo AP steht, das steht für Upper Apsis, das ist der höchste Punkt von unserer Umlaufbahn. Der ist in dem Fall bei knapp über 80 Kilometer, das ist immer so ein gutes Ziel. Genau. Was wir aber dann machen müssen, weil wir wollen ja nicht wieder zurückfliegen, wir wollen ja im Weltall bleiben, ne? Wir müssen ein Manöver planen, um dann ganz oben an der Upper Apsis ein bisschen, also einmal zu zünden, und die Kreisbahn wirklich einen Kreis werden lassen und kein Oval, damit wir nicht wieder runterfallen. Das sieht dann so aus. Es gibt da so ein Manöverplanungstool, damit man so ein bisschen vorausplanen kann, was man so als nächstes macht und wie man zündet, wann man zündet und wie viel man zündet. Genau das, was eben dann in Orange, was man da sieht, das ist dann die Vorschau quasi. Wenn man so brennt, wie man plant, dann wird die Umlaufbahn später so aussehen. Und da sieht man dann, das ist jetzt ein schöner Kreis. Da sollte man dann nicht mehr runterfallen auf den Boden.
Und das ist dann während der Zündung von dem Manöver. Man sieht unten in der Mitte rechts von dem Nuffball eine Anzeige, wie viel man noch brennen muss. Das ist immer eine Geschwindigkeitsanzeige, nachdem das alles in Delta V, nennt sich das, gemessen wird. Also wie viel, das ist quasi so eine Einheit für wie viel musst du brennen, damit du eine gewisse Geschwindigkeit aufbaust bzw. abbremst. Und da hat man quasi immer so eine Anzeige, wie viel muss man noch brennen, damit man sein Manöver erfolgreich erfüllt. Genau. Hier habt ihr es noch ein bisschen näher. Rechts die Anzeige mit diesem Balken, der nur noch so halb voll ist. In dem Fall noch 407 Meter pro Sekunde, die man brennen muss. Und darunter sieht man die Burn Time. Das ist quasi eine Schätzung vom Spiel, wird einem angeboten. Ja, du solltest noch ungefähr 6 Sekunden dein Triebwerk anlassen, damit du am Ende dein Manöver erfolgreich abgeschlossen hast, so wie du es geplant hast. Und so sieht das dann danach aus. Manöver erfolgreich abgeschlossen. Ich bin in der Kreisumlaufbahn. Meine Periapsis ist bei ungefähr 80 Kilometer. Das ist quasi der niedrigste Punkt in der Umlaufbahn. Die Apoapsis ist bei 89 Kilometer. Das ist der höchste Punkt von der Umlaufbahn. Das ist so ganz stabil, weil in dem Spiel sagt man, also in dem Spiel ist es so, dass ab 70 Kilometer keine Luft mehr vorhanden ist, keine Atmosphäre. Das heißt, sobald du immer über 70 Kilometer bleibst, ist der Orbit stabil und du wirst nicht mehr gebremst. Dann unser nächstes Ziel. Wir wollen auf dem Mond landen. Wir planen wieder ein Manöver. Und zwar so, dass wir, wenn wir genug brennen und zum richtigen Zeitpunkt, das ist wichtig, irgendwann die Flugbahn vom Mond kreuzen. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wo der Mond auch da ist, wo ich dann bin. In dem Spiel heißt der Mond Mun, deswegen nicht wundern, warum die Überschrift so ist, ist kein Tippfehler, genau, ist der Mun. Genau. Hier seht ihr so das Manöverplanungstool noch mal ein bisschen genauer. Man klickt da einfach auf die Umlaufbahn, wo man ein Manöver machen will, wo man zünden will, wo man so vorhat. Und dann hat man da lauter Vektoren in alle Richtungen, wo man dann auswählen kann, wie viel man brennen will. Da zieht man einfach an den Enden quasi und ja, simuliert dann so das Manöver, wie es am Ende sein soll. Ist ein bisschen, man muss sich ein bisschen reinfuchsen, aber ist ziemlich praktisch, das Tool. Manöver erfolgreich geglückt. Ja, was müssen wir noch machen? Stufe abtrennen, einmal abkoppeln. Die untere brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nur noch den oberen Teil. Das geht in dem Spiel eben auch ganz einfach. Einfach einmal Leertaste drücken. Genau. Das ist dann während der Zündung, um unsere Umlaufbahn so zu vergrößern, dass wir zum Mond fliegen. Wieder, ihr seht wieder unten rechts, ist wieder der Balken mit der Delta-V-Anzeige, wie viel muss ich noch brennen, wie viel habe ich schon gebrannt, wann muss ich die Zündung wieder stoppen, wann muss ich das Triebwerk quasi ausschalten. Und das ist dann meine Umlaufbahn, wie sie am Ende aussieht. Also man sieht das sehr schön vorberechnet. Die blaue Bahn ist quasi der erste Abschnitt von meiner Umlaufbahn. Dann kommt so ein orangener Teil, da wechsle ich in die Einflusssphäre vom Mun, von Kerbin weg, von dem Planeten, wo ich gestartet bin. Und danach würde ich theoretisch, wenn ich nicht bremse, wieder aus dem Einflussbereich vom Mun wieder rausfliegen und ins Nichts quasi weiterfliegen. So, genau, sehr schönes Bild. Ich habe es mal PayBlue Dot genannt, nach einem gewissen Vorbild. Ist sehr schön, das Spiel immer so zu sehen, wenn du dann fliegst und du siehst, wie du langsam von dem Planeten wegtreibst und dahin, wo du willst. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen vorgespult, die Zeit. Wir sind inzwischen im Einflussbereich vom Mond. Und was wir da machen müssen, weil wie wir vorhin gesehen haben, wenn wir nicht bremsen, dann fliegen wir wieder raus aus dem Einflussbereich. Also ganz wichtig, wir müssen einmal abbremsen,
Das heißt, gegen die Flugrichtung brennen. Das mache ich eben da gerade. Genau. So sieht das dann nach dem Abbremsen aus. Ich bin wieder dieses Dreieck. Ich fliege gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, wie man ja erkennen kann, ich bin auf direktem Kollisionskurs mit der Mondoberfläche, was ja auch mein Ziel ist. Ich will nämlich landen. Genau, dann geht es weiter, immer wieder Stück für Stück ein bisschen abbremsen, damit ich nicht zu schnell werde und dann, ja, nicht mit voller Krache in den Boden fliege. Das passiert öfters, als man denkt. Genau, das ist dann nach einer gewissen Zeit immer ein bisschen mehr abgebremst. Man kommt der Mondoberfläche immer näher. Hier nochmal ein bisschen alles näher. Ihr seht in der Mitte wieder den Navball mit meiner aktuellen Geschwindigkeit relativ zur Oberfläche gesehen. Das heißt, ich bin in dem Moment ungefähr mit 42 Meter pro Sekunde nach unten gefallen. Ich hatte im Tank, was man ganz links sieht, in dieser kleinen blauen Box, habe ich noch knapp über 110 Meter pro Sekunde übrig. Wer es KSP schon mal gespielt hat, der weiß, das wird langsam eng. Ich habe nicht mehr sehr viel Treibstoff, um erfolgreich abzubremsen. Auf der rechten Seite seht ihr noch unsere drei kleinen grünen Männchen, die sich sehr freuen. Genau, die Landebeine ausgefahren, kurz vor der Landung. Ich bin nur noch 70 Meter von der Mondoberfläche entfernt und sink langsam weiter ab. Treibstoff wird immer weniger. Und da bin ich dann erfolgreich gelandet mit sage und schreibe 0 Meter pro Sekunde noch übrig. Das heißt, ich hatte keinen Treibstoff mehr im Tank. Das ging auf den letzten Liter genau richtig aus. Glück gehabt. Und was man dann natürlich noch machen muss, ist mit seinem kleinen grünen Männchen aussteigen und eine Flagge setzen. Und eine Erinnerungs-Selfie, damit man auch weiß, wo man war. Genau. Was ihr jetzt da seht, ich bin auf dem Mond gelandet oder auf dem Moon. Ja, was ich jetzt nicht eingeplant habe, ist wieder zurückzukommen. Also nächstes Jahr eventuell dann der Vortrag, wie ich wieder zurückfliege oder wie ich meine Körbe wieder abhole. Genau, das war jetzt eine ganz klassische, ganz einfache Mission. Also einmal starten, einmal zum Moon fliegen und landen und nicht mehr zurückkommen. Das Spiel geht noch sehr viel weiter, je nachdem, wie weit man will und wie tief man einsteigen will. Man kann dann auch Erzabbau betreiben auf dem Planeten, um dann ISRO zu betreiben und aufzutanken auf dem Weg zu anderen Planeten. Man kann Basenbau betreiben in einem gewissen Grad, umso spannender, wenn man sich die richtigen Mods installiert, um Basenteile zu haben oder damit man da Wissenschaftspunkte bekommen kann. In dem Spiel gibt es ein ganzes Sonnensystem. Also was ihr jetzt gesehen habt, war eben bloß der Mond von dem einen Planeten. Es gibt ein ganzes Sonnensystem mit 7 Planeten insgesamt und 9 Monden. Davon seht ihr gleich noch ein Bild. Man kann auch ein ganzes Satellitensystem aufbauen, weil, naja, wie es halt auch in echt ist, wenn man eine gewisse Entfernung vom Planeten wegfliegt, dann irgendwann hat man keinen Empfang mehr, da sind die Antennen zu schwach. Also muss man unterwegs ein paar Satelliten abstellen, damit der, ja, halt repeatermäßig der Empfang weitergeht. Für das Spiel gibt es dann, also wenn man alles durch hat, auf jedem Planeten mal gelandet ist und auf jedem Mond, was bestimmt ein paar hundert Stunden dauern wird, gibt es unzählige Mods, wenn es einem langweilig wird. Es gibt bei Seekern, dem Mod-Installationstool, insgesamt 900 oder über 900 Mods, die mit den letzten beiden Versionen kompatibel sind. Insgesamt sind über 2000 registriert. Man kann sich austoben. Hey! Genau, hier habt ihr das Bild von Kerbal System. Wie ihr seht, ganz viele Planeten. Da, wo ein bisschen mehr Zeug rumschwirrt, da sind wir gestartet, bei dieser blauen Umlaufbahn.
Es gibt dann noch ein paar Planeten, die weiter innen sind. Es gibt einige Planeten, die weiter außen sind und die dann auch von der Umlaufbahn ein bisschen geneigt sind. Das dauert, bis man überall mal gelandet ist. Genau, dann, was das Spiel, finde ich, so unfassbar auszeichnet und was es einfach so genial macht, ist einfach die großartige Modding-Community. Es gibt unzählige Mods, tausende von Mods. Die Community ist super freundlich, sehr aktiv immer noch. Das Spiel ist jetzt 4 Jahre draußen und es kommen dauernd neue Mods und es geht voran. Was auch sehr besonders ist, ist, dass eben der Quellcode von allen Mods öffentlich sein muss. Also die Mods sind alle Open Source. Nicht zwingend auch Free und Libre. Das bleibt jedem selbst überlassen, was er machen will, aber zumindest Open Source. Außerdem gibt es eine, finde ich, sehr schöne Dependency- und Library-Kultur. Das heißt, der Code, den mehrere Mods brauchen und nutzen, der wird jetzt nicht 10-mal geschrieben von jedem Modder wieder selber, sondern er schreibt einfach einer in die Library, veröffentlicht und andere Mods können die dann nutzen. Genau, es gibt eben auch sogar eine eigene inoffizielle Mod-Hosting-Website von der Community betrieben, für die Community von dem lieben Vitas, der da vorne sitzt. Einmal schon winken, genau. Nennt sich SpaceDog. Da findet ihr so fast alle Mods, die ihr wollt. Der Rest ist auch einiges auf GitHub zu finden und eben ganz klassisch im Forum. Da findet man dann immer die richtigen Links. Und dann gibt es eben noch Seekern, ein Mod-Installationstool, der einem das Ganze ein bisschen einfacher macht, weil wie gesagt, es gibt einige Dependencies von einigen Mods und schwierige Relationships zwischen den Mods. Manche sind inkompatibel miteinander. Damit einem das ein bisschen leichter fällt beim Installieren, von der Community entwickelt, das Tool Seekern, da sind dann alle Metadaten drin, welche Mods sind mit welchen inkompatibel, welche brauchen andere, welche brauchen Abhängigkeiten, um zu funktionieren. Genau. Was gibt es so alles für Mods? Eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Es gibt Visual Mods, die entweder nur Texturen von den Planeten oder von irgendwelchen Teilen ändern. Es gibt welche, die das Ganze ein bisschen aufhübschen und Wolken hinzufügen. Oder Wellen für die Meere mit reinmachen, ein bisschen die Beleuchtung anpassen. Genau, es gibt Part-Mods, also welche, die neue Teile hinzufügen. Das sind unterschiedlichste Kategorien. Also es gibt Part-Mods, die eher so einen realistischen Punkt haben. Also die wollen eher echte Triebwerke, echte Tanks, echte Kapseln reinbringen. Dann gibt es auch welche, die wollen ein bisschen in die Zukunft gehen, Triebwerke, die es noch nicht gibt in echt, so in die Richtung. Es gibt Rebalance-Mods, weil wie bei jedem Spiel gefallen nicht jedem die Standardeinstellungen, wie stark die Triebwerke sind, wie viel Treibstoff in die Tanks passen. Da kann man sich auch austoben. Auch sehr schön die ganzen Survival-Mods, die einem das Ganze dann noch ein bisschen schwieriger machen. Da musst du nämlich darauf aufpassen, dass deine Körbel alle genug Snacks dabei haben, ein bisschen was zu essen, genug Sauerstoff, eventuell den Sauerstoff unterwegs recyceln. Das geht dann auch so weit, dass denen psychische Attribute zugeordnet werden und wenn die irgendwie ein Jahr lang im Weltall ganz alleine in der Kapsel fliegen, die in der Einsamkeit verfallen und wieder heim wollen und dann sich entscheiden, die Rakete nicht mehr steuern zu wollen. Zeit für eine Rettungsmission. Genau, das geht dann auch so weit, dass es dann Mods gibt wie Realism Overhaul. Das ist eher ein Modpack aus vielen anderen Mods. Das macht das Ganze dann sehr, sehr realistisch. Es sind dann die echten Planeten, also die Erde, unser Sonnensystem, mit der richtigen Gravitation, mit echten Entfernungen. Also da hat dann die Erde den entsprechenden Durchmesser und nicht so wie im normalen Kerbal Space Program alles ein bisschen kleiner, damit es schneller geht. Da gibt es dann auch realistische Orbitalmechaniken oder noch realistischere Orbitalmechaniken, und zwar M-Body-Physik, wie vorhin erklärt. Also
Da muss man dann aufpassen, dass der Orbit auch in 100 Jahren noch der gleiche ist und nicht langsam irgendwie ja, sich verschiebt. Und wenn ihr das dann gemeistert habt und da euch auskennt und super drin seid, dann geht mal darüber zum C3 Space und stellt euch bei denen mal vor, dann könnt ihr auch echte Raketen hochschicken. Ich glaube, dann seid ihr genug vorbereitet. Genau, und dann die Kategorie Planet Packs. Dazu stellt euch jetzt der liebe Luca was vor. Genau, Planet Packs, das ist etwas, das ich schon seit geraumer Zeit mache. Und zwar geht es bei Planet Packs darum, neue Himmelskörper zu erstellen in dem Spiel. Und das eben mit dem Ziel, dem Spieler zu erlauben, mehr Welten zu erkunden. Planet Packs kommen in zwei Formen. Entweder es gibt diese Erweiterungspacks, die halt neue Planeten hinzufügen zu dem existierenden System, oder einfach nur Planet Packs, die das gesamte Heimatsystem durch ein komplett neues ersetzen, das oft schwieriger ist als das Originalsystem, um halt noch zusätzliche Challenges zu bieten. Ich nenne auch Planet Packs immer die einfachste Art von Mod, einfach nur, weil man die wenigsten Tools oder Vorfähigkeiten braucht, um diese Mods zu machen. Das demonstriere ich heute, indem ich eine solche Mod selber gemacht habe, innerhalb von den letzten 12 Stunden. Also ich habe mich vor 12 Stunden hingesetzt, mein Computer, habe von nichts angefangen und wir sehen jetzt gleich, was ich in diesen 12 Stunden alles geschafft habe. Wie geht das mit diesen Planet Packs? Und zwar der Grund, warum ich jetzt unter anderem sage, dass man wenig irgendwelche Skills braucht von vornherein, um das zu machen, ist, dass das relativ einfach ist, weil das alles in Form nicht irgendwie programmiert wird oder irgendwie komplex definiert ist, sondern einfach nur, dass man seine Planeten in Konfigurationsdateien definiert. Das heißt, man hat einfach die, das heißt, ja, zum Beispiel hier definiere ich offensichtlich, weiß die Umlaufbahn von meinem Himmelskörper. Man sieht, der Himmelskörper ist um Kerbin. Man sieht die ganzen Parameter von der Umlaufbahn von dem Himmelskörper. Ja. Und so tut man eben seinen gesamten Planeten definieren. Da ist wirklich null Programmierung mit drin. Um das zu zeigen, habe ich das hier gemacht. Der 36C3 Planet. Das ist das, was ich in 12 Stunden zusammengeworfen habe. Wahrscheinlich hätte ich es so ein bisschen schneller geschafft, aber mein Laptop hat irgendwann Nein gesagt. Aber gut. Der Planet, den ich erstellt habe, hat außerdem noch 2 kleinere Monde, auf die ich jetzt allerdings nicht viel erzählen werde. Resource and Exhaustion. Genau. Wenn man das selber machen will, was braucht man da? Man braucht das Kerbal Space Program, offensichtlicherweise. Man braucht auch eine andere Mod, Copernicus. Copernicus ist eine Mod, die sozusagen zwischen dem Spiel und den Konfigurationsdateien sitzt, die man definiert, und sozusagen das übersetzt zwischen den beiden. Das ist eben die Mod, die es überhaupt erst ermöglicht, auf so einen einfachen Weg diese Planeten zu definieren. Das nächste, was man braucht, ist entweder GIMP oder Photoshop, aber nur für ein Element jeweils von diesem Prozess. Oder Programmierfähigkeiten, das erkläre ich gleich. Okay, und zwar, wenn man jetzt anfangen will, einen solchen Planeten zu erstellen. Das erste, was man wirklich braucht, um dem Ganzen wortwörtlich eine Form zu geben, ist die Heightmap oder die Höhenkarte. Wer vielleicht schon mal vorher irgendwas mit Videospielen zu tun gehabt und Videospielentwicklung, weiß vielleicht bereits, was das ist, weil man muss es ja so sehen. Wenn ich jetzt einen neuen Planeten erstelle in dem Spiel, dann fängt das ja an als einfach nur eine runde Murmel, komplett flach. Es muss ja irgendeinen Weg geben, wie ich definieren kann, ja, hier soll ein Berg hin, hier soll ein Tal hin, und dazu ist diese Höhenkarte da. Die Helligkeit von den Pixeln gibt an, wie hoch der Punkt auf dem Planeten an dieser Stelle ist. Das heißt, überall, wo es extrem hell ist, sind eben Gebirgszüge, und überall, wo extrem schwarz ist, sind eben sehr tiefe Täler.
Und diese Höhenkarte ist eigentlich das mit und eigentlich das Komplexeste, was man in dem gesamten Prozess herstellen wird. Aber es ist trotzdem kein komplizierter Prozess, weil, wie schon gesagt, Höhenkarten werden nicht nur in Kerbal Space Program benutzt, sondern auch in vielen anderen Videospielen. Das heißt, es gibt viele Tools, die man benutzen kann, um diese zu generieren. Wenn man sich einigermaßen auskennt in GIMP und oder Photoshop, dann kann man auch, da gibt es dafür auch Tutorials. Ich werde jetzt da hier nicht weiter eingehen, weil das, dann würde dieser Vortrag einfach doppelt so lang. Aber diese Höhenkarten zu erstellen ist viel einfacher, als man denkt. Und wie schon gesagt, das ist der wichtigste Teil von dem gesamten Planet, weil man hier eben die Form definiert. Wie schon gesagt, überall, wo weiß ist, sind Gebirge und so weiter. Ich habe mir noch das Logo mit drauf geklatscht, einfach nur, weil es cool aussah. Ja. Was man danach noch braucht, ist die Biome Map. Das ist ähnlich wie die Höhenkarte. Da wird es auch über den Planeten gelegt und definiert, wo welche Biome sind, damit es halt mit diesen mit dem Spiel, den Gameplay-Mechaniken relevanten besser integriert. Also wer Kerbal Space Program noch nicht gespielt hat, Planeten sind unterteilt in Regionen, die sind Biome genannt. Und ja, die haben meist andere Eigenschaften, sehen anders aus. Der einfachste Weg, wie man so eine Karte erstellen kann, ist, man nimmt einfach die Höhenkarte und klatscht ein paar Filter drauf. Genau, und jede Farbe auf dieser Biomkarte steht für ein anderes Biom und so definiert man halt, wo welche Biome sind. Okay, das war jetzt eigentlich schon der komplizierteste Teil von dem gesamten Prozess. Das heißt, das nächste, was wir machen, ist diese Konfigurationsdatei erstellen. Ich zeige mal hier so ein bisschen, wie es aufgebaut ist, für die, die sich da noch nicht so gut auskennen. Die Konfigurationsdatei ist in Blöcken aufgebaut, die immer dargestellt werden durch den Namen von dem Block, dann diese geschweiften Klammern und dann die ganzen Attribute, die zu diesem Block gehören. In dem Fall haben wir ein Block-Template mit zwei Attributen drin, Name und Remove All PQS-Mods, und die hier auf die Werte Lave und True gesetzt werden. Und so setzt sich das eigentlich durch die gesamte Konfigurationsdatei fort. Okay, ich fange jetzt mal an. Ich werde jetzt natürlich nicht wirklich alles in Detail beschreiben. Ich werde nur einen kurzen Überblick geben. Wenn ihr das jetzt wirklich zu Hause ausprobieren wollt, da gibt es Tutorials auf dem Kerbal Space Program Forum. Oder was man auch machen könnte, ist, könnt ihr den Copernicus Discord beitreten. Da bin ich auch und da sind Leute drauf, die auch das gerne beibringen. Und ignoriert einfach die Reste von den Kommentaren, die da drauf sind. Die habe ich irgendwie nicht entfernen können. Ja, das muss man einfach ignorieren. Das ist der Header von der Konfigurationsdatei, also der Beginn. Die erste Zeile @Copernicus, der erste Block @Copernicus, das Ganze, das sagt einfach nichts anderes als hier, es geht zu der Mod Copernicus und sagt hier, das ist für dich, das ist für dich relevant. Die zweite Zeile mit dem Use On Demand Biomes ist etwas, um einen Bug in der neuesten Copernicus-Version zu stoppen. Sollte aber hoffentlich bald nicht mehr gebraucht werden. Danach kommt der nächste große Block Body und das umfasst eigentlich den gesamten Rest der Konfigurationsdatei. Und zwar ist das natürlich die Definition von dem gesamten Himmelskörper. Danach fangen wir schon an mit den ersten wichtigen Attributen für den Planeten. Genauer gesagt einfach nur den Namen und dann Finalize Orbit und Contract Weight sind zwei Einstellungen, die man eigentlich anfangs ignorieren kann. Wäre wichtig, ist man halt bloß sein Finalize Orbit auf True setzt, bevor man irgendwie ein Release von seiner Mod postet. Aber für Entwicklung sollte man es eigentlich auf Force lassen. Der nächste Block ist Template. Und zwar ist es natürlich so, dass Planeten sehr viele Attribute haben. Weil es sind Planeten, es sind sehr komplexe Dinge. Das heißt, anstatt dass man 10.000 Attribute definieren kann, kann ein Template angeben, das heißt, ich nehme irgendeinen Himmelskörper, den es schon im Spiel gibt, wie in diesem Fall Lave,
Und was dann Copernicus macht, es kopiert sämtliche Attribute von Lathe in meine Config und ich bearbeite die dann bloß. Das heißt, wenn ich irgendwas nicht definiere, fällt es zurück auf die von Lathe und ich kriege keine irgendwelche Fehler von undefinierten Attributen. Genau, hier haben wir dann, hier geht es dann erst richtig los. Der Properties-Block ist halt einfach, wo halt die generellen Eigenschaften von Planeten festgelegt werden. Wir sehen hier die Beschreibung von den Planeten, die im Spiel angezeigt wird, den Radius in Metern, die Anziehungskraft in G auf Meereshöhe. Die Masse von den Planeten wird automatisch berechnet aus den zwei Werten. Danach sage ich, der Planet dreht sich und mit einer Umdrehungszeit von viel zu klein, ich glaube, das sind irgendwie plus 10 Minuten. Genau. Da sind noch ein paar andere Werte drin, die jetzt nicht unbedingt so wichtig sind für diesen Vortrag. Danach definiere ich meine Biome-Map. Ich gebe einfach den Pfad zu der Bilddatei an, die wir vorhin erstellt haben. Und danach einfach noch kopiere ich nochmal den Namen, die wir dann im Spiel angezeigt werden soll. Danach haben wir den Block Science Values, ist der nächste, weil das ist relevant für die Spielmechanik mit den wissenschaftlichen Instrumenten. Im Kerbal Space Program kann man nämlich wissenschaftliche Instrumente mitnehmen auf seine Mission, Experimente ausführen, dafür Wissenschaftspunkte erhalten und damit dann neue Technologien freischalten. Und diese Werte geben einfach nur an, wie viele Wissenschaftspunkte bekomme ich, wenn ich Experimente auf meinem Planeten ausführe. Ja, also in verschiedenen Situationen. Wie gelandet oder fliegend oder im Weltraum. Ja. Das Letzte, was ich in diesem Properties-Block noch machen muss, ist meine Biome definieren, weil ich habe diese Biomkarte erstellt, wo ich habe ja gesagt, wo jede Farbe für ein anderes Biom steht. Und das heißt, ich muss nur noch dem Spiel sagen, welche Farbe steht für welches. Und das kombiniert es dann mit der Biome-Map, um diese Biome zu konstruieren für den Planeten. Hier ist der interessante Teil, wo ich die Umlaufbahn festlege, wo mein Planet dann ist. Ich sehe an mit Reference Body, um welchen anderen Himmelskörper die Umlaufbahn liegt. Und danach Inclination, Eccentricity, Semi-Major Axis müsste eigentlich bekannt sein für jeden, der schon mal Kerbal Space Program gespielt hat. Und dann Color und Icon Colors sind dann einfach die Farbe, die der Icon von dem Planeten in der Karte hat. Scaled Version ist ein sehr interessanter Block in der Konfigurationsdatei, weil sich hier sehr oft Fehler einschleichen. Man muss hier festlegen, was für eine Art von Planet es ist. Man muss das richtig einstellen, wann es diese Scaled Version anzeigt. Was die Scaled Version ist sozusagen eine Version von dem Planeten mit einer niedrigeren Renderqualität. Einfach nur wegen von Effizienz halber. Wie das Spiel Planeten rendert, ist es rendert bloß das gesamte Ding, wenn man wirklich nah dran ist. Und wenn man weiter weg ist, rendert es die Scaled Version. Das heißt, man muss immer genau aufpassen, dass die Scaled Version mit dem übereinstimmt, wie der Planet dann wirklich aussieht, damit es keine Inkonsistenzen gibt. Genau, und hier gebe ich dann unter anderem die Texture und die Normals an für den Planeten. Das sind auch Bilddateien, aber die lassen sich automatisch generieren. Ja, da gibt es auch Guides dazu in den Foren. Das heißt, da muss man nicht noch mehr irgendwie in Photoshop reingehen, die lassen sich generieren. Genau, der größte Block in dem gesamten Ding ist PQS, das sind nämlich die Oberflächenfeatures oder wie genau die Oberfläche aussieht. Wir haben hier drei Unterblöcke, Vertex Height Map, Vertex Height Noise und Vertex Simplex Noise Color. Ich werde jetzt nicht im Detail erklären, was die machen, aber ich kann mal kurz sagen, Vertex Height Map ist das, wo wir unsere Höhenkarte einfügen. Das ist eigentlich der wichtigste Teil von dem Ganzen. Ich lege mit Deformity fest, wie hoch der höchste Punkt von der Höhenkarte ist, also in dem Fall 8000 Meter. Und wenn ich Ozean auf meinem Planeten haben will, muss ich die gesamte Höhenkarte noch etwas nach unten verschieben, weil der Ozean immer auf Höhe 0 liegt. Und dadurch, dass ich die
Höhenkarte 2000 Meter nach unten verschiebe, habe ich dann eine maximale Meerestiefe von 2000 Metern. Vertex Height Noise und Vertex Simplex Noise Color fügen einfach ein bisschen Zufälligkeit auf die Höhenkarte und die Textur von dem Planeten hinzu, was eben feinere Details hinzufügt und den Planeten etwas natürlicher aussehen lässt. Genau. Was man noch festlegen muss, aber ich sehe jetzt gerade, ich habe ja die Folie vergessen, ist die, wie der Planet gefärbt wird, weil wir haben ja jetzt diese Höhenkarte erstellt und Biomkarte und was ist mit der Farbe? Wir müssen ja irgendwie festlegen, wie ist der Planet gefärbt, und da, das habe ich jetzt leider hier nicht mehr mit drauf, aber da definiert man einfach eine Kurve zwischen Höhe und Farbe, und die benutzt es dann, um den Planeten sozusagen anzumalen. Das heißt, da muss man auch nicht mehr selber Texturen erstellen oder so. Natürlich hat mein Planet auch eine Atmosphäre. Atmosphären sind eigentlich an sich das komplexeste Ding, das man machen kann für einen Planeten. Bis man Forum zu Ohio Bobs Spreadsheet findet, was man macht, das ist einfach nur ein Open Office Spreadsheet. Da gibt man ein, aus was für eine Atmosphäre bestehen soll. Dann einfach nur ein Parameter für seinen Planeten, wie die Anziehungskraft und den Radius, also Sachen, die man eigentlich schon hat. Und was es macht, es spuckt einem direkt den Code aus, den man in die Konfigurationsdatei copy-pasten muss, um seinem Planeten eine Atmosphäre zu geben. Das heißt, sehr nützliches Tool für das. Genau. Das Ergebnis, wenn wir all das zusammenwerfen, ist, was ich vorhin schon gezeigt habe, unser fertiger Planet. Genau. Was ich jetzt noch ganz kurz ansprechen werde, aber nicht so sehr, weil das jetzt schon etwas mehr in das Erweiterte geht, ist Grafikmods. Das wurde ja vorher schon genannt, dass es Mods gibt, die das Spiel einfach besser aussehen lassen. Und diese Mods erlauben es einem normalerweise auch, seine Planetenmods zu integrieren. Dass eben auch die Planeten, die man selber hinzufügt, auch von diesen Grafikmods profitieren. Was man zum Beispiel machen kann, ist, ich kann Wolken hinzufügen, mithilfe von einer Mod, die heißt Environmental Visual Enhancements oder EVE kurz, und dann kriege ich Wolken. Das sieht dann auf der Oberfläche so aus. Und eine andere Mod, die ich noch benutzen kann, ist Scatterer, die atmosphärischen Effekte realistisch simuliert. Das sieht dann nach der Anwendung von dieser Grafikmod dann so aus und auf der Oberfläche dann so. Genau. So, jetzt bist du nochmal dran. Genau. Hier seht ihr dann nochmal ein kleines Bild von Seekern, dem Mod-Installationstool. Das ist relativ einfach aufgebaut. Ihr habt da das große Feld, das ist die Mod-Liste. Da tickt ihr einfach ganz links an, welche Mod ihr installieren wollt. Klickt oben auf Apply und fertig. Der Rest wird quasi von Seekern selber gehandelt. Probiert es gerne mal aus, wenn ihr KSP anfangt und ein bisschen Mods installieren wollt. Wir helfen auch sehr gerne, falls es da Fragen gibt. Genau. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr Fragen habt, fragt sehr gerne. Wen ich jetzt ein bisschen warm gemacht habe, wer gerne mal Kerbal Space Program ausprobieren will, kommt darüber, direkt nebenan, die Kerbal Space Program Assembly. Wir haben einen Computer dastehen, da könnt ihr gerne mal anspielen oder anderen zuschauen, wie sie es anspielen. Ein paar Raketen explodieren lassen. Genau. So. Ja, gibt es Fragen? Genau. Gibt es Fragen? Das Einschalten? Okay. Ich habe keine Frage, aber ich möchte noch darauf hinweisen, dass es auch eine Education-Version von KSP gibt. Also ähnlich wie man das vielleicht von Minecraft kennt, dass es ja da auch immer eine Version für Schulen gibt, gibt es von KSP auch eine Version für Schulen. Und in dem Kontext eben
Lehren und so weiter. Das erste Add-on, was für KSP rausgekommen ist, ist zusammen mit der NASA entwickelt worden. Die haben Asteroiden hinzugefügt, mit denen man dann auch spielen kann, die man sogar auf seinem Planeten stürzen lassen kann, wenn man Lust hat. Genau. In dem Zuge auch noch, also wer es zu Hause mal gern ausprobieren möchte, momentan im Sale 10 Euro auf Steam, Kerbal Space Program, oder auf der Website für 40 Euro, leider nicht im Sale, ist aber egal, wo ihr es kauft, DRM frei, das heißt, ja, für die, die kein DRM wollen, genau, und was auch sehr praktisch ist, ihr könnt euch mehrere Instanzen kopieren, eine mit den Mods, eine mit einer anderen Gruppe von Mods und könnt dann immer das spielen, worauf ihr gerade Lust habt. Genau. Sonst noch Fragen? Ja, dann vielen Dank euch. Und wenn noch Fragen sind, man findet euch hier neben dem Open Infrastructure Orbit, genau, auf der Fläche Kerbal Space Program. Ihr habt da ja auch einen Banner hängen, sodass man euch gut finden kann. Schwer zu übersehen. Dankeschön.